Oh. Und die brauche ich, um deine unsicheren Einheiten zu sehen. Ich einfach meinen himmlischen. Das geht natürlich einfacher. Ich würde es nicht empfehlen, so nah zu meiner Basis zu kommen. Warum? Weil da überall unsichtbare Leute sind? Oder unsichtbare Türme? Brauche ich beides nicht. Und dann meinst du, wie das sind für Noobs und Chips? Nein. Nein, aber ich habe was anderes. Sie ist Storm? Auch. Eine größere MG als gerade eben von dir? Brauche ich auch nicht. Phantom Lord? Ich habe 4 Wrath Wars und den Avatar. Und den Seesturm. Was kannst euch? Ey, du bist unfähig. Ja, gewonnen. Avatar gegen Knaller. Komm. Ja. Verdammte Knarok. Ey, das ist ja voll ein fairer Kampf. Der Knarok kämpft gegen den Avatar und der Knarok wird von alles abgeballert. Ja, also ich glaube... Ich glaube, jetzt kann ich endlich zum Konto ausholen. Ja. Ich hoffe, dass ich jetzt einen Koloss-Kampfanzug zumindest noch Platz kriege. Scheiße auf! Ach, ich hab noch einen. Scheiße, Fahrzeug, mach schneller. Alles muss schneller sein. Ja! Du bist gearscht. Kann ich nämlich nochmal machen, weil ich übermäßig viele Ressourcen habe. Ja, ich könnte dann aber auch jederzeit nochmal nachbilden. Ich habe über 5000 Energie und Führung. Ich will stehen unter feindlichem Schuss. Ich wundere jetzt, dass meine Leute noch leben. Mich auch, ganz ehrlich. Ey, die Tau sind hartnäckig, mal was ganz Neues. Das sind doch normalerweise immer die Space Marines oder Necrons. Oder eigentlich viel Volk. So. Jetzt kommt die böse Überraschung zurück. Und zwar von der Flanke. Und freut sich schon. Tierisch. Man merkt ja die Freude stark an. Ja, schon. Ja, und jetzt war ich der Schwachstelle und zwar Koloss-Kampfanzüge und deswegen mal Schicksal widerfährt uns so, wie wir es in die Hand nehmen. Das Plasma. Unser Schicksal widerfährt uns so, wie wir es in die Hand nehmen. Das ist scheiße. Kann ich deine Phantomlaufs mal mit den Flammenwerfern aufhören? Ich wäre ihn dafür sehr verwunden. Hey, ich hatte gerade was entdeckt. Was? Ein Psy-Sturm. Ja, und Kuratner wäre gerade zu deiner... Aber da kommt. Ja, ich sehe es, aber da sind auch noch zwei Wrathbots Phantomleute, die ich da mitmischen lassen möchte. Schade. Jetzt weiß ich auch, warum ich so schwach bin. Weil? Sage ich jetzt nicht. Sage ich nach dem Kampf. Hast du nichts zur Vorstellung? Nein, das sage ich einfach nicht aus dem Grund, sonst machst du das auch, falls du es vergessen hast. Okay. Ich finde es ja unglaublich, dass ich diese Attacken abwehren kann. Ja, ich auch. Irgendwie bin ich gerade voll nicht, Normalerweise hätte ich schon 5-mal verloren. Ich pack's auch gerade nicht wirklich, aber was soll ich machen? Ich gebe mein Bestes und mein Bestes ist anscheinend gerade nicht gut genug. Ja, jetzt rattern die Ressourcen drauf. Entweder habe ich Glück ohne Ende oder du hast Pech ohne Ende. Oder ich bin einfach unfähig zu spielen. Nein, das glaube ich eher weniger. Wärst du unfähig zu spielen, hätte ich dich schon besiegt. Also du bist schon gut für meine Verhältnisse. Unsere Gedanken sind eins.
Gebt mir einen Bauauftrag. Ihr werdet bekommen, was ihr verlangt. Die Bürde der Führung lastet auf uns. Gebt mir einen Bauauftrag. Mit meiner Musik kann ich den Phantomkristall beschwören. Wir gehen unseren Weg. Ich sehe dein Meme. Die Gefahr hat uns gefunden. Ja, mein Gott. Wir gehen unseren Weg. Wir stehen euch zu Verfügung. Feuer verstärken. Komm schon. Der Gnade hat uns fallen. Ich kann ihn sofort wieder machen. Konzentrieren alle unsere Energie auf den Gegner. Ist mir egal, denn wenn, bis der fertig ist, habe ich was anderes fertig. Ja, Avatar. Wir sind bereit zum Angriff. Right. Irgendwie wird das jetzt ein Avatar und irgendwie wird das jetzt ein Relikt gegen Typen Kampf hier. Ich denke, ich würde deinen himmlischen Lumpen nicht bemerken, also. Was unsere Augen gesehen haben. Was? Seit wann ist mein himmlischer da? Seit wann ist er da? Ich habe ihn doch gar nicht mitgenommen. Er ist freiwillig mitgekommen. Was? Selber so. Nein, meine Exzellenten. Da fliege ich mal später. Dann warte ich hier, Entschuldigung. Da. Ich klone dann halt meinen Koloss-Kampfanzug. Wenn du ihn nicht, meinen Himmlisch nicht wegstoßen würdest. Ja, hau lieber ab, Himmlisch, ja, du hast da nichts zu tun. Wenn es so weit geht, dauert dieser Kampf ewig. Ja, wenn es wirklich noch lange so weitergeht. Und das, wo das denn auch nicht mal der Final Battle ist. Ja. Das wird eine verdammt lange Aufnahme, befürchte ich. Ja. Und verdammt viele Parts. Bei dir, ich lade alles auf einmal hoch. Da muss ich wahrscheinlich 3 Tage laufen lassen oder so. Ja, ich lade ja nicht alles in einem Part hoch, weil nicht alle haben Zeit, das jetzt alles auf einmal zu sehen. Ja, bei mir läuft das letzte Fun und das ist immer eine Folge, das ist mein Problem gerade. Also ich finde aber, dein Avatar sieht um einiges besser aus als mein Mistvieh. Das ist reine Ansichtssache, glaub mir. Vor allen Dingen, weil deine Art geplatten ist. Das einzige, was bei ihm nicht so toll finde, ist der Helm, den Fisch. Erinnert mich irgendwie an die Teildinger so. Ach, du weißt schon, die Samurai. Jo. Ich glaube, das ist ja auch eine Anspielung auf die sein. Weil, ich glaube irgendwie so Tau und Elder sind eine Anspielung auf die, weil, irgendwie höheres Wohl, Ruhm und Erde, ja, irgendwie schon. Jawoll, haha, gleich kannst du baden gehen. Gleich kommt meine Supermaschine in Einheit. Du meinst doch wohl jetzt nicht die Maschine, die ich denke, oder? Ich meine den Illumanzar. Das ist der verbesserte Antigravpanzer. So. Der reicht doch für dich. Avatar und Illumanzar, du bist weg. Was? Warum sind meine Leute auf einmal demoralisiert? Was hast du gemacht? Illumanzar? Nein, nicht die! Nicht die! Nicht die! Ich verbiete dir, die auszubilden. Mit diesem Verbot wird dir nicht akzeptiert. Ja. Zum Glück habe ich wieder mein Reliktwesen zu keine Ahnung gebiet mal. Was ich hier auch noch nicht finde, wir können die Reliktwesen und endlich auch beschwören. Finde ich ehrlich gesagt ganz praktisch. Ich muss mal kurz testen, ob ich meinen Vieh klonen kann. Weil mein Himmlischer kann ja klonen.
Ich habe auch keine Reliktwesen. Schade. Dein Avatar hat nur noch 170 Leben. Komm, geht auf den Avatar! Nicht auf die scheiß normalen. Geht auf den Avatar. Und danach guckt den Film Avatar, auch wenn er nicht gerade der beste ist. Der Film Avatar ist wirklich nicht der beste, nein. Also ich finde den Hype um 3D sinnlos. Ich vertage jetzt das Gespräch auf später, ich habe da gerade andere Probleme. Naja, und ich habe gerade Probleme mit unsichtbaren Einheiten, die ich nicht sehe. Ah, jetzt kann ich es sehen, wie man Himmel ist. Und mach einen Angriff der Windkaste. Ah, Hilfe. Die Bürde der Führung lastet auf uns. Alter, der Kampf dauert noch ewig, wenn wir so weitermachen. Aber einer muss aufgeben, wenn es so weitergeht. Ja, ich glaube, ich verliere gleich, weil ich habe irgendwie, ja... Gustav, ich verliere nach einer gewissen Zeit die Übersicht, ehrlich. Warum? Das ist ein ewiges Leid bei mir. Bei mir nicht, weil meine Basis verändert sich nicht großartig. Ja, ich verliere auch nicht die Übersicht, weil ich, irgendwie die Basis ausbauen würde, sondern einfach, weil ich scheiß Koordinationsfähigkeiten nach einer gewissen Zeit habe. Ich kann mich nicht mehr richtig konzentrieren. So. Ja, ich schicke meine Einheiten in den Tod. Nein, das ist der Speertrupp, der ist wichtig. Feuer eröffnen! Das ohne meines Wissens mein Reliktwesen zerstört. Das heißt, ohne deines Wissens, das habe ich öffentlich gemacht. Das war eine öffentliche Exekution. Ja, aber eine öffentliche Exekution, einfach so an all meine Einheiten, ohne es mir zu sagen. Ja. Ach, im Moment ist das definitiv der Vorteil, ich habe nämlich null Einheiten. Ja, und ich habe meine mickrige Armee, die gleich wieder stark sein wird, wegen einer gewissen Einheit. Die gerade kommt. Wegen einer Was, kommt die schon? Ja. Wo? Von oben. Das liegt daran, weil die Ausbildungszeit von diesem Viech ist lächerlich kurz. Meiner Meinung nach zu kurz. Alter! Ich baue gerade noch zwei Illumzar und den Avatar nach, aber ich glaube, das bringt mir nichts mehr. Ja, bringt es auch nicht. Vor allem, weil ich jetzt weiß, dass ich jetzt so. Hast du deine Basis unten wieder aufgebaut? Die habe ich schon zweimal hin und her verlegt. Ich habe nie eine Extension gehabt. Kapierst du jetzt, warum meine Extension so seltsam ausgesehen hat? Ja, jetzt verstehe ich's. Was ist denn das für ein blöder Basisbau, wenn ich das mal sagen darf? Mein Chaosbau. Ich habe nur mit den Orks eine fixe Baustruktur, das ist mein Problem. Hallo, großer Karlock, greift ihn an, der dich angreift und guck dich die ganze Zeit blöd zu. Ich bin Lumsar. Die Säule auf der ganzen Welt. Epischer Battle. Avatar gegen großer Knarlock und dem himmlischen. Und den Ilumzar. Ja, aber der ist gleich nicht mehr existent. Verdammt, zu viele Warp geht, zerstört die Bevölkerung ist voll. Ach komm, Bevölkerung braucht der 5. Auch mit deinem scheiß Ilumzar. Bitte. Sind cool. Die sind echt cool. Nur weil die Imber sind. Komm schon, beseitigt endlich den Knarlock, verdammt, dann haben wir wieder eine Chance. Nö. Die Gefallen können die dir nicht tun. Unser Schicksal widerfährt uns so. Ich bin gespannt, wie ich später sehen kann, wie du gespielt hast. Aus dem Exil zurück. Ja, ich erst. Ich zieh jetzt mal mit, wie viele Sekunden das dauert. Was? Bis ich mein Reliktwesen habe. Alter! Ist gerade alles geplättet, du baust das schon wieder. Ich habe über 10.000 Energie und über 5.000 Anforderungspunkte. Was? Ich besser auf den letzten Löchern. Sieht daran, dass ich sehr lange Zeit keine Einheiten mehr gebaut habe.
Ich bin die ganze Zeit am Produzieren, weil mich ein gewisser anderer Baum plättert. Ja, und jetzt kommt von meinen 5 Kasernen jetzt die Truppen raus. Meine Musik ist die Säule, auf der ganze Welten gebaut wurden. Gebt mir einen Bauauftrag. Boah, ich hab wieder meine Geistkampfanzüge-Typen. Zielsturm. Die Prognose, es wird stürmisch. Ja, aber deine Rundenprofil wird gerade von meinen Geistleuten zerstört. Feindlicher Beschuss. Toll. Ich sehe die Viecher, aber ich kann sie nicht angreifen, das ist fake. Aber dein Zielsturm hat den Schaden zugefügt. Ja, ich weiß. Aber ich kann sie nicht direkt angreifen. Ja, es ist auch scheiße, wenn man das sieht, aber... Was machst du? Knallock. Der ist echt so dumm, wie er aussieht. Gut, weitere Verstärkung. Da kommt auch gleich die Kommandoeinheit. Das erste Mal, wo ich sie auch ausbilde. Alter. Mein Arm ist geknickt. Also ich persönlich finde, das ist sehr knapp hier. Ich persönlich finde, dass du kurz vorm Gewinnen bist. Du hast nämlich die Unsichtbaren, die ich nicht sehen kann. Ich persönlich finde es sehr cool, dass dieses Duell hier eher so ist, dass keiner hier im Vorteil ist, weil alle Völker ungefähr gleich gut sind. Nicht wie bei den Mekons. Deine unsichtbaren Einheiten stehen in meinen unsichtbaren Einheiten. Ich weiß. Das geht so aber nicht. Wo ist mein Scout-Trupp? Lass mir raten, ich habe wieder meinen Scout-Trupp vergessen. Ja, der Michel kann das auch sehen. Komm schon. Nachschubporter ist gleich auch weg. Ich habe wieder mal 5000 Anforderungspunkte und über 11.000 Energie. Ist schön für dich, das motiviert. Nein, tut's nicht. Verdammt, ich habe hier kein Warp-Portal mehr. Alter, du hast mir alle Warp-Portale geplättet. Meine Kommandoeinheit hat einen Raketenwerfer, den er nicht benutzt. Ah, jetzt kommt endlich mal ein Händischer. Mit dem kann ich deine Leute zu plätten. Leute, ich deine unsichtbaren Einheiten. Pass auf, dass ich nicht deine Unsichtbaren hole. Wieso? Ich sag's nur. Habt uns gerufen. Die Gefahr hat uns gefunden. Lastet auf uns. Ach so, du kommst ja von unten. Lasst uns zieht euch zurück und ladet nach. Ladet nach. Lass berat mich. Unten ergreift wird teleportiert die Sachen wieder nach oben. Ey, ich muss jetzt irgendwann aufgeben. Wir spielen jetzt schon viel zu lange. Ich bin schon 49 Minuten an der Partie. Also einer von uns, ich muss jetzt dann bald aufgeben, sonst dauert das ewig. Okay, ich gebe auf, dann haben wir 1-1 und dann ist das letzte Duell entscheidend. Nur wenn du wirklich willst, im Prinzip habe ich verloren. Nee, also ich will das sogar, weil ich will das, dass das bei Space Marines gegen Orks spannend ist und nicht hier. Okay, dann bitte tu, was du nicht lassen kannst. Kampf beenden. So, du hast gewonnen. Ja, ist hier eine Gegner vernichtet, na klar. Ich habe zwar gerade noch einen Avatar rausbekommen, aber der hat das gerade nicht mehr fett gemacht, das war.